Good morning and welcome. Guten Morgen und herzlich willkommen. Today I'm going to be speaking, which isn't often. Heute werde ich hier heute reden oder predigen und das ist nicht sehr häufig. Yet. Let's see about that. It was, anyways, a very spontaneous decision. It happened this morning. Es war auf jeden Fall eine sehr spontane Entscheidung, die erst heute Morgen sozusagen getroffen wurde. I also didn't have anything to say until this morning. Ich hatte auch nichts euch zu sagen oder mitzugeben bis zu diesem Morgen. But I was asked and I said, okay, let me just mop the stairs and pray. Und ich wurde gefragt und ich war nur so, okay, lass mich kurz noch die Treppen irgendwie nass wischen und lass mich drüber beten. And at some point I had something in my heart and I said, okay, yeah, I can speak today. Und ab einem gewissen Zeitpunkt hatte ich etwas auf meinem Herzen und war so, okay, ja, ich kann heute etwas mitteilen von meinem Herzen. So it's not going to be any wine, but maybe grape juice. Also es wird heute jetzt nicht wirklich so Wein sein, aber vielleicht wird es für euch Grape Juice, Traubensaft sein. Also süßer. So sweeter. Yeah, and so as I was praying, I had 1 Peter 5 on my heart. Als ich gebetet habe, hatte ich 1. Petrus 5 auf meinem Herzen. And I want to read it at the end, because I feel like that's going to be the solution and the heart. Und ich möchte es erst zum Ende lesen, weil ich glaube, dass das eine Lösung sein wird und das Herz. And so I just want you guys to keep that in your mind, in the back of your head. Also möchte ich euch darum bitten, dass ihr es einfach nur so in eurem Hinterkopf einfach behaltet. So today I want to talk about the youth. Also heute möchte ich über die Jugend sprechen. And since coming here, I've had the opportunity to get to know another nation's youth. Seitdem ich hierher gekommen bin, weil sie kommt aus Kanada, hatte sie die Möglichkeit, die Jugend eines anderen Landes kennenzulernen, also Deutschland. And this is my last year of school. Und das ist mein letztes Jahr, in dem ich zur Schule gehen werde. And God has kind of changed my plans. Und Gott hat meine Pläne geändert. And I usually say I lost 2 years. Und normalerweise sage ich immer, ich habe 2 Jahre verloren. But that's what the world had taught me. Aber das ist, was die Welt mir zu sagen beigebracht oder gesagt hat, dass es so ist. But today I want to say that I've gained the tenfold of those 2 years. Aber heute möchte ich euch sagen, ich glaube, dass ich das Zehnfache von diesen Jahren gewonnen habe. And in these last 2 years I got to know the German schooling system. Und in den letzten 2 Jahren habe ich das deutsche Schulsystem kennengelernt. And I'm an observer. Und ich bin ein Beobachter. So I'm always watching. Also ich bin immer am Beobachten. And I got to experience and watch the youth firsthand. Und ich konnte sozusagen die Jugend, also die deutsche Jugend aus erster Hand einfach beobachten und erfahren, wie sie so sind. And I feel like to understand anyone, someone, an individual, a family, you have to get to know them. Und ich glaube, dass wenn du jemanden verstehen willst oder jemanden kennenlernen willst, wenn du jemanden verstehen willst, dann musst du die Person kennenlernen. And because I knew it was my last year and everything, I was like, okay, God, is there something I still need to do for the youth? Und weil es mein letztes Jahr in Deutschland ist, habe ich mir gedacht, Gott, gibt es da irgendetwas, was ich sozusagen noch lernen soll, tun soll über mit der Jugend? Gibt es noch etwas, was ich tun soll für die Jugend in Deutschland? Is there an individual I need to speak to or that I need to be playing a greater role in their life? Gibt es da ein Mensch oder Individuum, das ich sozusagen kennenlernen sollte, in dem ich einen Teil in deren Leben haben sollte? Yeah. Yeah. And this week in class I had religion. Und diese Woche in der Schule hatte ich Religionsunterricht. And we got to speak about what has a place in the church or not. Und wir haben darüber gesprochen, was einen Platz in der Kirche haben sollte und was nicht. And one of the pictures that the teacher put up was a party in the church. Und ein Foto, was der Lehrer uns gezeigt hat, war eine Party, also eine Feier in der Kirche. And she's like, what do you think? Is this something good or
Should it not take place in a church? Und sie hat uns gefragt, was denkt ihr darüber? Findet ihr das gut oder sollte es in der Kirche keine Partys geben? And everyone's answer was no, no. That's so disrespectful. It has no place in the church. Und alle haben gesagt, nein, nein, das geht gar nicht. Das ist so respektlos. Es sollte keine Partys in der Kirche geben. And she said, why? Und sie fragt, warum? And like, well, church is a quiet place. You know, you come, you sit, you hear a sermon, maybe there's worship or like some songs being played. Und sie haben geantwortet, also die Kirche ist ein ruhiger Ort. Du kommst dahin, du setzt dich hin und du hörst da Predigt zu und vielleicht gibt's noch Lobpreis, aber auf jeden Fall Kirche ist ein ruhiger, heiliger Ort. Yeah. And she's like, but why do you think that way? Why is it that way? Because in 1 Corinthians it said that we should celebrate and there's wine and everything. Und sie hat gefragt, warum denkt ihr so darüber? Weil im 1. Korinther steht, dass wir sozusagen richtig feiern und zelebrieren sollen mit Wein. And they're like, no, church is a quiet place. Und sie waren so, nein, Kirche ist ein ruhiger Ort. More boring almost. Eher langweilig. But I think this is not just a belief within the German youth, and I think it's a very global and international belief. Aber ich glaube, das ist nicht nur etwas, was die deutsche Jugend glaubt, dass Kirche langweilig und ruhig ist, sondern das ist allgemein international. Viele Jugendliche glauben, dass Kirche ruhig und langweilig ist. So now we have a problem. Jetzt haben wir ein Problem. And of course, there has to be a solution then. A what? A solution. Es muss eine Lösung dafür geben. Mm-hmm. And I think we need the youth to be youth. Und wir brauchen, dass die Jugend ist oder sich die Jugend benimmt. Mm-hmm. A church needs generations. Mm-hmm. Die Kirche braucht verschiedene Generationen. And if it's just seniors. Und wenn es nur ältere Leute sind. Eventually the church will die off, or the representatives or the messengers will die off. Wenn es nur ältere Menschen in der Kirche gibt, dann wird die Kirche irgendwann aussterben, weil die älteren Menschen sterben, also oder die Repräsentanten, die Leiter der Kirche, die werden alle aussterben. But a church needs life and the youth should bring that youth. Mhm. Aber eine Kirche braucht Leben und die Jugend sollte genau zu sagen dieses, ja, einfach die Jugend sein, also Leben in die Kirche hineinbringen. And my motto of this week has been, if it's important, I need to fight for it. So seize the day. Und mein Motto für diese Woche ist, wenn es wichtig ist, dann musst du dafür kämpfen. Also nutze jeden Tag. So, to get to the youth and to understand their calling, we need to understand them. Also um die Jugend erreichen zu können, müssen wir deren Berufung kennen und wir müssen sie kennenlernen. And I kind of broke it down to this generation as two problems and one disadvantage. Ich habe so heruntergebrochen, so dass die Jugend, also die deutsche Jugend allgemein, hat zwei Probleme und einen Nachteil. Mm-hmm. And the first problem is identity. Und das erste Problem ist Identität. I think we see within this generation so many people are struggling with identity. Und wir sehen in dieser Generation, dass so viele Jugendliche kämpfen mit Identität, wer sie sind und. And of course, the world has come to offer us their versions of solutions. Und natürlich kommt die Welt und gibt uns eine Lösung ihrer Art, also, ne? We see very present the LGBTQ community. Wir sehen, wie sehr die LGBTQ community einfach zu sagen so präsent ist. And something that they all say is I identify as. Und was die immer sagen ist, ich identifiziere mich als. So identity has been attached to who you may prefer to sleep with. Also hat sich Identität identity has attached, also bei Identität geht es auch mittlerweile mit darum, mit welchem Geschlecht du schlafen möchtest. And within the school I remember the first day I came actually. Ich erinnere mich noch an den ersten Tag, als ich in die Schule hier kam. And somebody comes to me and they're like, you're new? Hi, I'm so and so. Und ich kam am ersten Tag und jemand sagte, ah, du bist neu, ich bin so und so. And my pronouns are they, them, and I identify as this and that. Und meine Pronomen sind they, them, und ich identifiziere mich als Punkt, Punkt, Punkt. And I was like, okay. Und ich war so, whoa, okay. I'm Kiana.
Ich bin Kiana. Nice to meet you. Nett, dich kennenzulernen. I didn't say any pronouns or anything like that. Ich habe keinerlei Pronomen oder irgendwie etwas in der Art gesagt. But it's so present within our generation, and I have friends who are going through transitioning and things like that. Aber dieses ist so, also diese Identität-Dings ist so allgegenwärtig in dieser Generation, und sie hat Freunde, die auf dem Weg sind zum Transition, also von einem Geschlecht zum anderen Geschlecht. And they say, I am not comfortable in my own body. Und sie sagen, ich fühle mich nicht wohl in meinem eigenen Körper. So I need to change something. Also muss ich etwas ändern. And the world says, you have to change your identity, you have to change your gender. Und die Welt gibt dir als Lösung, du musst deinen Körper ändern, du musst deine Identität, also dein Geschlecht ändern. And so a lot of those people you see are very depressed. Mhm. Viele Leute von denen, die damit so kämpfen, sind häufig depressiv. And so like, okay, that's the solution. Also denken sie sich, yep, das ist die Lösung für mein Problem. And the community offers love. Und diese LGBTQ-Community, die bietet dir Liebe. And accepts all. Und die akzeptieren alles. So I don't need to change, they accept everything about me. Also muss ich mich nicht verändern, denn sie akzeptieren einfach alles, was es an mir gibt. That's perfect. Das ist perfekt. That's what I'm looking for. Das ist genau das, wonach ich suche. So now I change my identity, I change my gender. Also jetzt ändere ich meine Identität, ich ändere mein Geschlecht. And people accept me. Und Menschen akzeptieren mich. I go and I say, I identify as so and so. Und ich gehe irgendwo hin und sage so, ah, ich identifiziere mich als so und so und so. And they say, oh wow, cool. Und sie sagen, wow, wie cool. But I can guarantee you, if you say, I identify as a dog. Aber ich kann dir garantieren, wenn du sagst, ich identifiziere mich als ein Hund. People may say, okay. Menschen werden vielleicht sagen, okay. And accept it. Und akzeptieren es auch. But they're just allowing you to live delusional. Aber sie erlauben dir nur zu sagen eine delusional, also Wahnsinn, also in einer Täuschung zu leben, in einer Illusion zu leben. Because I guarantee that nobody believes that you're really a dog. Denn glaube mir, keiner wird jemals glauben, dass du wirklich ein Hund bist. They see you as a person that identifies as a dog. Die sehen dich als eine Person, die sich als Hund identifiziert. So that's not a real solution. Also das ist keine richtige Lösung. And now you've transitioned and you've become happier. Und wenn du sozusagen transitions, also wenn du sozusagen von einem Geschlecht zum nächsten Geschlecht gehst und du glücklicher wirst. But statistics shows that people that transition as a solution end up more depressed than in the beginning. Aber die Statistiken zeigen leider, dass Menschen, die sozusagen transition von einem Geschlecht zum anderen, dass die am Ende, also wenn sie das als Lösung benutzen für ihr Problem, dass sie sich nicht wohl in ihrem Körper fühlen, dass es am Ende zeigt, dass sie sich noch depressiver fühlen als vorher. Now this is just one example of the solutions that society has given us. Und das ist nur eine Lösung von dem Problem, die Gesellschaft uns gibt. How you dress may be your identity. Oder wie du dich zum Beispiel kleidest, ist auch ein Teil deiner Identität. What you post on Instagram. Was du an Instagram postest. What you like to show people. Oder was du anderen Menschen zeigen möchtest. But over the last few years, I've gotten to know my God. Über die letzten Jahre habe ich meinen Gott kennengelernt. And he's told me that my identity is within him. Und er hat mir gezeigt, dass meine Identität in ihm liegt. And I've learned that's the only solution. Und ich habe für mich erkannt, dass das die einzige Lösung für mich ist. Wo allgemein die Lösung ist. I think if we learn that our identity is in love. Ich glaube, wenn wir erkennen, dass unsere Identität in Liebe gegründet oder in Gründen Liebe liegt. And we get to know ourselves. Und wir uns selber kennenlernen. We're able to love ourselves and show people that love and who we really are. Dann glaube ich, dass wir lernen, uns selber zu lieben und anderen zu sagen, auch zeigen zu können, dass wir sie lieben oder dass sie uns lieben. Wait. Das war zu viel. Yeah, I know. Also halt, wer wir sind. Es soll einfach, wenn wir anfangen, uns selber zu lieben, dann können wir anderen mehr zeigen, wer wir auch sind und dass wir uns selber lieben. Und es macht es einfacher, auch andere Menschen zu lieben, wenn wir uns selber lieben. Check. Yeah, I think
or I know. Nicht ich denke, ich weiß. That God has called a certain identity over us. Ich weiß, dass Gott uns eine bestimmte Identität gegeben hat. And it's not who you sleep with or what you wear. Und es ist nicht, es geht nicht darum, mit welcher Person du schläfst oder was du anziehst. But this identity that has been called over us shall fill every cup and not just one. Aber die Identität, mit der Gott sozusagen uns benennt oder uns ruft, ist eine Identität, die jeden Becher bei uns füllt. Mm-hmm. So our identity is within Christ. Also Identität ist in Christus. And not knowing that is the first problem. Und das nicht zu wissen ist das allererste Problem. The second problem that I chose was depression. Und das zweite Problem, das ich gewählt habe, ist Depression. And a few weeks ago we had worship and I was praying. Und vor ein paar Wochen hatten wir hier Lobpreis und ich war am Beten. And I had read Luke 21. Und ich habe gerade das Evangelium, das Lukas-Evangelium 21 gelesen. And in it it's talking about the end times. Und es hat über die Endzeiten geredet. But it also warns us of the anxieties of life. Aber es hat uns auch gewarnt über die Ängste und Sorgen in unserem Leben. So I was thinking. Und so habe ich mir Gedanken gemacht. Because I've gone through a process of depression and I've seen it within so many people around me. Und denn ich bin selber durch einen Prozess der Depression gegangen und ich habe Depressionen in so vielen Menschen um mich herum auch gesehen. Depression comes with the spirit of death. Und Depression kommt mit dem Geist des Todes gemeinsam. And what's interesting is that this generation is plagued with that death. Und was interessant ist, dass diese Generation, also die Jugend, ist sozusagen geplagt mit diesem Geist des Todes. And so, as I said, Jesus warns us of the anxieties of life because they will trap us. Und so habe ich halt gelesen, dass Jesus warnt uns vor diesen Ängsten und Sorgen dieser Welt und dass sie uns sozusagen gefangen nehmen. What we need to know is that we are at war. Und wir müssen halt wissen, dass wir in einem Krieg sind. And we cannot afford to lose more soldiers. Und wir können es uns nicht leisten, noch mehr Soldaten zu verlieren. I personally do not want to face the Lord and say, I'm sorry, I left your child on the battlefield to the spirit of death. Und ich persönlich möchte nicht vor Gott stehen und ihm sagen, es tut mir leid, aber ich habe dein anderes Kind auf dem Schlachtfeld einfach so allein gelassen, liegen gelassen und allein gelassen mit dem Geist des Todes. Before their battle had begun. Und noch bevor der Kampf überhaupt begonnen hat. Before they joined the army of the kingdom. Bevor noch sie sozusagen die Armee des Königreich Gottes sozusagen beigetreten sind. And for those of us who have or may fight with depression and are Christians. Und für die mit Depressionen gerade kämpfen oder schon mal gekämpft haben und Christen sind. I had to think about everybody that has depression and if we are representatives of a God of life. Und das habe ich erst noch vergessen. Für alle die Depression hatten und wir sind ja eigentlich Repräsentanten von Gott und Repräsentanten von Leben. Mhm. A God who calls himself life. Und wir sind Repräsentanten von einem Gott, der sich selber das Leben nennt. Then how can we carry life when we have the spirit of death? Wie können wir denn das Leben tragen, das Gott in uns hineingelegt hat, wenn eigentlich dieser Geist des Todes alles andere überdeckt oder in uns ist? How many people will see the life in our eyes? Wie viele Menschen haben das Leben in unseren Augen gesehen? And recognize God. Und haben Jesus oder Gott in unseren Augen erkannt? So if we want a generation that knows their God, also wenn wir eine Generation wollen, die ihren Gott kennt, we need to separate them from the spirit of death. Wir müssen sie trennen von diesem Geist des Todes. And show them the life. Und müssen ihnen das Leben zeigen. And that's the second problem. Und das ist das zweite Problem. And now to the disadvantage. Und jetzt kommen wir zu dem Nachteil. Is generational curses. Die Generationsflüche. We are the next generation. Wir sind die nächste Generation. So that means we have one more generation
and one more level deeper roots of those curses. Das heißt, da wir die nächste Generation sind, haben wir sozusagen ein noch ein tieferes Level von Generationsflüchen als die Generation vor uns, also über uns. And of course, we have our own curses and our own problems. Und natürlich haben wir unsere eigenen Flüche und unsere eigenen Probleme. So those whatever we fight with and whatever we've been given. Also wo auch immer wir mit kämpfen oder was uns sozusagen gegeben wurde. If it's not dealt with, wenn damit nicht richtig umgegangen wird, then we give it to the next generation. Dann geben wir es weiter an die nächste Generation. And so it only continues. Und so geht es immer weiter und weiter und weiter. I don't have a lot to say. Ich habe nicht viel zu sagen. But I feel like I want to encourage everybody to reach out to the youth. Aber ich möchte jeden ermutigen, dass wir jeder von uns an die einfach zu sagen, uns an die Jugend wenden, also an sie zu sagen, einfach mit ihnen sprechen, einfach mit ihnen ins Gespräch kommen. Because as generations we need one another. Denn als Generation wir brauchen einander. And I have so many friends that I know would love to hear the stories of the previous generations. Und ich habe so viele Freunde, die würden es lieben, Geschichten von älteren Generationen zu hören. And they come to me like, I spoke to an old man and he was so cute and he was telling me about his past. Und die kommen so zu ihr und sagen so, oh, ich habe mit einem alten Mann gesprochen und der hat mir über sein Leben erzählt und das war so süß. I wish I could have more of those experiences. Und ich wünschte, ich könnte mehr Erfahrung, also mehr solche Sachen erleben. But just as any kid doesn't know where to start, they don't know where to start. Aber so wie jedes Kind nicht weiß, wo es anfangen soll mit etwas, sie wissen nicht, wo sie anfangen sollen. And our social connections are done through phones and devices and media. Und unsere sozialen Kontakte sind halt mittlerweile eher verknüpft mit Social Media, mit Handys und nicht dem wirklichen Gegenüber, face to face. Where the previous generations aren't. Und das war bei den vorigen Generationen nicht so. So if I don't have any connections in person, how am I supposed to go to someone that's not my age and ask them about their life? Also wenn ich nicht diese Verbindung oder Beziehung mit älteren Menschen habe, so im richtigen Leben, wie kann ich einfach zu jemandem gehen, der älter ist und sagen so, hey, ich möchte dich gerne kennenlernen. So as the previous generation, I would encourage you to take it upon yourself to start. Also jetzt sozusagen mein Appell an die älteren Generationen, dass wir sozusagen es einfach in die Hand nehmen, einfach Jugendliche einfach anzusprechen, einfach sie kennenzulernen, offen auf sie zuzugehen. And I think most of us fear one another, whether it be rejection or just our differences. Und ich glaube, jeder von uns hat häufig mit Angst zu kämpfen, sei es wie zum Beispiel, dass man von jemand anderem abgelehnt wird oder was war das andere? Rejection oder? Differences. Oder dass wir von unseren Unterschieden irgendwie uns ja abgelehnt fühlen. But that fear is the same fear that the Lord warns us about. Aber diese Angst, die wir haben, ist die gleiche Angst, über die Gott uns sozusagen warnt. And it's only gonna keep us from our calling. Und es hält uns nur von unserer wahren Berufung zurück. And saving the next generation. Und es hält uns davon ab, die nächste Generation zu retten. Our future. Unsere Zukunft. So I want to kind of wrap it up with the verse that inspired the message. Also möchte ich das alles zusammenfassen. And that was 1 Peter 5. Ich möchte zusammenfassen in diesen einen Vers, der mich sozusagen inspiriert hat, und das war 1. Petrus 5. 1-10. Vers 1 bis 10. And it says, to the elders among you, I appeal as a fellow elder and a witness of Christ's suffering, who also will share in the glory to be revealed. Be shepherd of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. In the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. All of you, clothe yourselves with humility towards one another, because God opposes the proud, but shows favor to the humble. Humble yourselves, therefore,
under God's mighty hand that he may lift you up in due time. Cast your anxieties on him because he cares for you. Be alert and of sober mind. Your enemy is the devil, prowls like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast. Die Ältesten, so unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden, die in Christo sind, und auch teilhaftig der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Christi, die euch befohlen ist, und sehet wohl zu, nicht gezwungen, sondern willig, nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund, nicht als übers Volk herrschen, sondern werdet Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unverwelkliche Krone der Ehren empfangen. Desgleichen, ihr Jüngeren, seid untertan den Ältesten. Allesamt seid untereinander untertan und haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, dass er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben und wisset, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Der Gott aber aller Gnade, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die eine kleine Zeit leidet, vorbereiten, stärken, kräftigen, gründen. I hope that you as the older generation, ich hoffe, dass ihr als die ältere Generation, but also we as the younger generation, aber auch wir, die wir die jüngere Generation sind, would learn to aid each other to be able to fulfill that verse. Ich wünsche mir, dass wir sozusagen lernen, diese Verse zu erfüllen, dass wir untertan einander sind, oder die Jüngeren den Älteren. So that the younger generation can learn, so dass die jüngere Generation lernen kann von der Älteren, that a church is a place to celebrate. Und dass die Kirche ein Ort des Feierns wird. And that we'd be able to celebrate our journey together. Und dass wir die Reise, die jeder Einzelne geht, dass wir die gemeinsam feiern können. And that would be my mopping revelation. Und das wäre meine wischende Offenbarung. Yes, and I would just say, maybe let's pray. Und ich würde noch sagen, lass uns beten. Dear Heavenly Father, lieber himmlischer Vater, thank you for this day and just this morning that you've given to us. Danke für diesen Tag und danke für diesen Morgen, den du uns gegeben hast. That we have the opportunity to just seize the day before us. Dass wir die Gelegenheit haben, den Tag einfach so nutzen zu können. That we get to experience your love and share that with others. Dass wir deine Liebe erfahren können und sie an andere weitergeben können. And in learning to love ourselves, that we would see how much you've invested and loved us. Und dass wir lernen, uns selber zu lieben und auch erkennen, wie viel du uns in uns hineingelegt hast, wie viel du investiert hast. And to what greatness you've called us to. Und zu was für großen Dingen du uns berufen hast. That you've given the nations to us as an opportunity. Dass du die Nation uns zu Untertanen machst als Gelegenheit. To glorify you. Um dich zu verherrlichen. To glorify your kingdom. Um dein Reichtum zu dein Reichtum dein Königreich zu verherrlichen. May your will and your words be done. Möge dein Wille und deine Worte on earth as it is in heaven. Ja, möge deine Worte, dein Wille herrschen wie im Himmel so auf Erden. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.